Podcast Folge 5. Wir sind zurück. Nach der letzten Folge, dass die so kurz war, ist mir aufgefallen, wird diese Folge ein wenig länger, damit ihr ein wenig mehr zu sehen habt. So, Akt 1, die Probleme von drei kleinen Menschen. Dann gucken wir mal. Gelange auf den Balkon. Oh. Why'd you have to come back, Johnny? I want to come home, Kat. Okay. You got another pot of gold at the end of the rainbow? That's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? You get religion? I got lonely. I miss you, baby. I'm never gonna give you another reason to kick me out. I swear. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Never's a big word. Feels like I heard it before. This time you're gonna be nothing but proud of me. Look at this hotel suite. I got investors. The ones you just left? Yeah, I'm real proud. They're the ones who broke your finger? This? It's nothing. I got it caught in a desk drawer. In a door. In a car door. Okay, ich weiß, woraus das hinausläuft. Wir müssen über die Schatten jetzt zum Balkon gelangen. Aber irgendwie das Spiel gerade einen Fehler begangen, weil wir nochmal zur Zigarette müssen. Fuck. You were gonna fix races with? That was wrong, Kat. I know that. And the bar we bought, where Und your jetzt? Friends didn't have to pay and everyone was your friend. Well, you gotta cultivate your clients. And the strip joint where you got too close to the help? Now there you're wrong, Kat. I showed the move, sure, but I never put a hand where it wasn't supposed to go. How can I believe you, Johnny? Your lips are moving. Every night I dream of the good times, Kat. Tell me you don't too. A night I don't dream is a good night. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir müssen das Ganze nochmal machen. So, also, schauen wir nochmal. Why'd you have to come back, Johnny? I want to come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? That's the past, Kat. I've changed. Oh, yeah? You get religion? I got lonely. I miss you, baby. I'm never gonna give you another reason to kick me out, I swear. Never's a big word. Feels like I heard it before. This time you're gonna be nothing but proud of me. Look at this hotel suite. I got investors. The ones you just left? Yeah, I'm real proud. They're the ones who broke your finger? This? It's nothing. I got it caught in a desk drawer. Puh, das hätten wir. Wunderbar. I don't believe a word you're saying. I know, because I can read your mind like a highway sign. No, Johnny. Not again. You're a carousel of broken dreams. You keep coming around and around. No one is ever gonna love you like I do, kiddo. Get back! Don't try and kiss me, Johnny. I'll lose my mind. You gonna shoot me? Ah, go ahead and shoot. I got two holes in me where you and Dee Dee used to be. Put another one in there. Finish me off. What do you want with Dee Dee? You're not even her real father. What, you think Vincenzo's real? All he ever gave Dee Dee was her cute little nose. Yeah, maybe I'm not her real father, but I'm the one that showed her how to tie her shoes. I'm the one that put her to bed when you had to stay out late. You took her to see his show. Did he change his mind? He doesn't want to be her father. He doesn't want to be anybody. I hate you. Jesus, Cat, what are you doing? Oh, well, that hurts. No, 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 no. No, don't die, Johnny. Take care of Dee Dee, okay? Tell her that I love her. Please don't leave me. Tell her whatever she needs to hear. Oh mein Gott, das darf Dee Dee nicht mitbekommen. Das glaube ich jetzt nicht, oder? Jetzt hat Kate doch tatsächlich... Okay, schließe Dee Dee die Tür auf. Jetzt hat doch tatsächlich Kate den Vater erschossen. Das haben wir schon gesehen. Okay. Wir mussten das aufhalten. Ah. Mommy and Daddy, we're having a little fight. It's not a real gun. It's just a toy. Yeah. Yeah, it's just a toy, Dee Dee. Mommy, are you gonna let Daddy come home? Dee Dee. Please, please let Daddy come home. He's in pretty deep with some bad people, Dee Dee. Maybe he should make good with them first. Right, Johnny? Maybe I'm no good without my family. Maybe I need my family to make good. Johnny. Yeah! Daddy needs us. If this is another train wreck, it's not just gonna be you and the train this time. I'm not gonna let it wreck this time. I promise. I've missed you so much. Yay! Daddy's coming home! But he's not my real daddy, is he? Ja, haben wir das abgewehrt? Wusste ich jetzt gar nicht, dass wir da
interagieren können oder beziehungsweise das aufhalten können, dass Johnny erschossen wird. Ja, gut. Ich habe gerade wieder eine Trophäe erhalten. Irgendwas mit Zirkus war das gewesen. So, wir sind wieder zurück in Didis Kinderzimmer. So, dann schauen wir mal, was wir hier zum Interagieren haben. So, was haben wir denn hier Schönes? L1 zum Interagieren. Bild von Johnny. Okay, das ist Johnny. Haben wir ihn auch mal gesehen, wie er aussieht. Hier haben wir wieder ein Grammophon. It's you! Where have you been? Did you know the circus is in town? It's Daddy's circus. He says it's gonna be the biggest thing ever. Except he always says stuff like that. And then something goes wrong. And Vincenzo's my real daddy. We have to go talk to him. Vincenzo ist ihr richtiger Vater, sagt sie jetzt. So. Okay, da können wir wieder das Grammophon anwerfen. Hupala. Oh, jetzt sehen wir ein wenig mehr vom Haus. Was haben wir hier? Ist es Johnny? They're so happy. There aren't any pictures of the bad times. These are in the basement. She only takes them out when Daddy's living with us. You know in stories where the little girl is really a princess and her parents aren't really her parents? Does she still get to see them? Okay, das ist Johnny mit Kate oder Cat. Familienleben, Trophäe erhalten. Wunderbar. So, dann gehen wir mal runter. Wir müssen ja zum Zirkus, haben wir gesagt bekommen. Was haben wir hier? It's an eviction notice. Ein Räumungsbescheid. Daddy says he's gonna pay all the bills when the circus is a big hit. Come on, I want to go find Vincenzo. Okay, wir müssen. Okay, wir müssen. Akt 2, die Rückkehr des verlorenen Kindes. Wir müssen Vincenzo finden. Und wir müssen natürlich zum Zirkus. Wir müssen wahrscheinlich. Kleinen Moment bitte. So, irgendwie ist meine Nase gerade voll gelaufen. Meine Güte. Und wir müssen zurück zum Zirkuszelt. Wir müssen ja den Zirkus wieder am Laufen halten. Denn wir haben gerade gesehen, hier ist ein Räumungsbescheid. Ich kann immer noch interagieren. Ah, okay. Räumungsbescheid von der Anwaltskanzlei Dewey and Howe an Catherine Malenkaya. Catherine? Ja. Katharine. Also Catherine heißt die nette Cat. Catherine. Wissen wir es auch? Johnny und Catherine. So, hier haben wir wieder ein Sammelobjekt. Brief von Catherine an das Jugendamt. Bitte nehmen Sie mir meine Tochter nicht weg. Puh, wir haben fast alle Sammelobjekte also bis jetzt eingesammelt. Keinen liegen lassen, das ist schon mal sehr, sehr schön. I don't think they'll hold you. You'll have to go through shadows. Neue Fähigkeiten. Im Schattenmodus zum Durchbrechen von dünnen Schatten. Okay, da können wir dann mit Kreis... Da müssen wir mit Kreis dann durch die Schatten springen, die uns dort blockieren. Ich werde nochmal kurz mich hier umsehen, ob hier vielleicht irgendwo ein Orb ist, eine Leuchtkugel, aber anscheinend nicht. Das ist so toll gemacht mit diesen fliegenden Gegenständen. So, geht zum Zirkuszelt. Okay, dann schauen wir mal. R2. Und... nein. Mist, ich habe R2 noch dabei gedrückt. Das darf man nicht. Okay. So, jetzt aber. Oh Gott. X und Kreis zum Springen und Durchbrechen. Okay, jetzt müssen wir also X drücken und dann Kreis. Uah, das war falsch. Okay. Das ist nicht so einfach, wie ich dachte. Aber jetzt haben wir es. Wunderbar. Und da ist schon... Ja, Zirkus. Der Zirkus von der Rückseite, glaube ich. Sehr schön. Oh, hier wird gearbeitet fleißig. Ist hier irgendwo ein Orb vielleicht? Nein. Dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Hey, Vincenzo. Ready for our big night? People are really excited. You're gonna have to give them their money back.
What? We're sold out. You haven't paid me. I got the money. We're selling out. You'll have it before the show. Even if you do, I can't perform here. Your circus is a disaster. It's coming together. Your puppet show about the princess is missing the princess. You've lost your hot air balloon, and where did you get that pirate ship? It is a broken down piece of junk. Come on, Vincenzo, it's opening day. There's always a few wrinkles to iron out. Look, I'll get it all fixed. No problem. Consider it done. All right. But don't think that I will be some sort of shiny bauble that lures people into your scrapyard. He's so mean. I'll get it fixed, I promise. Or I'm a dead man. I'm worried about Daddy. He always says it's okay, but those gangsters really hurt him. We have to fix the circus, so Daddy will be safe. Come on, it's this way. Okay. Wir haben also mitbekommen, dass, ja, Vincenzo hier auftretet. Dieser Jahrmarkt ist eine Katastrophe. Die Trophäe habe ich gerade bekommen. Wir müssen jetzt den Zirkus reparieren. Repariere die drei Attraktionen. So, ist hier irgendwas? Nee, ne? Nee. Und dann schauen wir mal, was wir hier alles reparieren können. Es wurde irgendwie auch was gesagt vom Piratenschiff und sowas. Das ist, glaube ich, das da hinten. Wir werden uns aber erstmal hier ein wenig umsehen. So, ich hatte ja gesagt, dass ich die Folge etwas länger machen werde, weil die letzte Folge etwas kürzer war. So, was haben wir denn hier Schönes? Look, there's the balloon. It got snagged, so they can't pull it down. But nobody can get up there to entangle it. Niemand kommt hoch, um ihn loszumachen. Das werden wir sein. So, hier. I think I can turn it on. Do you have any luminaries? So, schalte das Karussell ein. Ja, wenn wir machen, da oben ist auf jeden Fall ein Orb, eine Leuchtkugel, die wir einsammeln können. Den Ballon müssen wir, glaube ich, lösen. Dann starten wir mal das. I think we just need a couple more. Ah, okay. Wir brauchen also zwei weitere Leuchtkugeln. Gut. Das heißt, in diesem Bereich gibt es wahrscheinlich. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Chia Roscu. Roscuro. Das ist irgendwie so ein Zauberwald. Und hier haben wir einen weiteren Schatten. Da oben ist eine Leuchtkugel. So, wie kommen wir denn da rauf? Ah, so. Sehr schön. Wunderbar. Eins von. Oh, 15 Leuchtkugeln gibt es insgesamt hier in dem neuen Bereich. So, da haben wir schon mal eine. Da oben ist auch eine, sehe ich gerade. Wie mag man denn da hinkommen? So. Was haben wir denn hier? Flying Pigs? The Amazing Airplane Flying Pigs. Okay, fliegende Schweine. Schauen wir uns doch mal hier unten am Strand ein wenig um. Ob hier vielleicht World Fairs oder Fair. So, hier haben wir das Meer. Es hat auch einen sehr, sehr eigenwilligen Grafikstil, dieses Spiel, muss man sagen, muss man mal lassen. Aber ich finde es schön. Es ist so ein richtiges, entspanntes Spiel, was man mal an so einem schönen Sonntagnachmittag spielen kann. Und, es macht eine Menge Laune. Also, guckt es euch an, es lohnt sich definitiv. Und hier haben wir wieder was Neues. Oh, Holding Lucas. Da oben ist auch eine Leuchtkugel. Okay, werden wir mal hier drauf springen und mal schauen. Okay, das war nicht stark genug von dem jungen Mann. Okay, das war immer noch nicht stark genug, weil ich glaube, das ist Rätsels Lösung. Schauen wir mal. Nee, das war auch nicht. Vielleicht jetzt? Okay. Das ist, glaube ich, richtiges Timing angesagt. Okay. Aber jetzt vielleicht. Jetzt denke ich mal, dass es jetzt klappen wird. Ja, sehr schön. Wunderbar. 2 von 15 Leuchtkugeln. Wir werden uns natürlich ein weiteres Mal umsehen hier. Oder weiter umsehen. So, ich glaube, da geht es nicht lang. Denn wir brauchen ja noch ein paar weitere Leuchtkugeln. Was konnte ich jetzt hier machen gerade? Achso, in die Schatten wechseln. Okay, hier ist auf jeden Fall Turturgas. Turturgas oder Torturgas Revenge. Okay, das ist das
das Piratenschiff, die Revanche, Und so, da ist wieder der Zirkus. Waren wir hier schon gewesen? Ah ne, von hier kamen wir, glaube ich, ne? Nee. Hier waren wir noch nicht. Aha, was haben wir denn hier? Wir haben... Ach, da! Ah, je, ich sehe, worauf das hinausläuft. Über die Steine, die sich drehen, müssen wir jetzt hier rüberspringen. Na, ob das so funktioniert? Schauen wir mal, wo müssen wir jetzt hin? Oh Gott. Über dünne Schatten können wir ja durchjumpen. Probieren wir das mal. Dünne Schatten. Nicht dicke Schatten, dünne Schatten. Oh! Oh, das war ein bisschen weit. Das war sehr, sehr weit. Wo sind wir denn jetzt? Ach, jetzt sind wir hier. Okay, probieren wir das Ganze nochmal aus. Puh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schwierig ist. So knifflig, aber immer noch einfacher als wie, ja, die Fahrstuhlaktion. Uah, nein. Uah. Gerade noch so großkotzig gesagt, ja, die Fahrstuhlaktion. So, dann gucken wir mal. Also, das kriegen wir definitiv hin. Also, da bin ich ganz fest von überzeugt, dass wir das hinbekommen. Das ist ja jetzt nicht allzu schwer. Aber man muss schon vorsichtig sein. So. Ich glaube, jetzt können wir da durchspringen gleich. Uah, sie springt aber auch sehr, sehr weit. Sie springt aber auch sehr, sehr weit. Vielleicht können wir auch mit einem Satz vielleicht komplett rüberkommen. Aber wofür ist dann der dritte Stein eigentlich? Mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Naja, der Fahrstuhl war einfacher. Der war schwieriger. So, gucken wir mal. Das kriegen wir hin. Das dürfte nicht allzu schwer sein jetzt. Also, können wir denn mit einem Satz dahin springen? Bestimmt. Na, das dürfte doch eigentlich funktionieren. Weil so weit ist es ja jetzt auch nicht. Vielleicht ein bisschen weiter weg. Genau so. Wunderbar. So, 3 von 15. Wir müssen jetzt natürlich auch erstmal wieder zurück. Na toll. Das sieht ja vielversprechend aus. So, schauen wir mal. Och nein, was war das denn? Haben wir denn jetzt den Orb? Da gehe ich nochmal eben schauen. Weil wenn wir ihn jetzt haben, dann brauchen wir ja eh nicht mehr zurück. Dann haben wir das ja erledigt. Wo war das denn jetzt? Ach, hier war das, ne? Genau. Ja, ich glaube, wir haben die Leuchtkugel. Denn da hinten auf der Treppe ist sie nicht mehr. Ja, sehr schön. So, wunderbar. Das heißt, wir werden noch ein paar weitere Kugeln sammeln. Aber ich glaube, hier hinten war noch eine. Das weiß ich. Aber wie kommen wir da dran? Da oben auf dem Balkon. Ich glaube aber, da kommen wir dran, wenn wir das Karussell einschalten. Ja, weil wir da oben eh zum Heißluftballon kommen. So, Hot Air Balloon Ride. $3. So, und was uns am Karussell erwartet, würde ich sagen, seht ihr in einer weiteren Folge. Kontrast. Und ihr schaltet dann wieder ein und dann geht's spannend hier weiter. Hier auf dem Jahrmarkt. Bei dem ganzen großen Rummeln hier. Mein Gott. Also, bis demnächst. Tschüss.